Hallo zusammen. Schauen wir uns die nächste Figur an, die sich im Endeffekt nur aus Halbkreisen zusammensetzt. Hier oben ein Halbkreis, hier unten ein Halbkreis, hier ein Halbkreis, der in den einen Halbkreis hineingeht und hier herunten wieder einen Halbkreis. Wir wollen uns von dieser Figur den Umfang ausrechnen. Das machen wir auf zwei verschiedene Arten. Wir beginnen hier mit Hilfe vom Radius, im nächsten Video dann mit Hilfe vom Durchmesser. Beide Varianten möchte ich euch zeigen. Ihr entscheidet, welche Variante euch angenehmer ist. Umfang eines Kreises. Formel für den Umfang eines Kreises. U ist gleich 2 mal R mal Pi. U ist gleich 2 mal R mal Pi. Der Umfang eines ganzen Kreises. Nachdem wir hier 4 mal 1, 2, 3, 4, 4 mal einen Halbkreis haben, können wir gleich durch 2 dividieren und sagen, wir rechnen mit der Formel für den Halbkreis. Das ist natürlich dann nur mehr R mal Pi. R mal Pi ist der Umfang eines halben Kreises. Beginnen wir mit U1 ist gleich mit diesem Stück hier. Dann nehmen wir dieses, dann nehmen wir dieses und dann nehmen wir das Große noch dazu. Also U1, Umfang, Halbkreis, Formel. R mal Pi. R mal Pi. Die Überlegung, R, was ist der Radius von diesem Kreis? Na, der Radius ist die Hälfte vom Durchmesser, logischerweise. Der Durchmesser ist gegeben mit D1. Wir würden hier mit dem Zirkel einstechen, bis hierher spannen. Das wäre der Radius. Also ist der Radius D1 halbe. Wir setzen ein, also erhalten wir D1 halbe mal Pi. Fertig ist der Umfang von dem ersten Halbkreis. U2 ist gleich R mal Pi, logischerweise. Halbkreis R mal Pi. Die Überlegung wieder, wie groß ist der Radius von diesem Halbkreis? R ist gleich, naja, das muss natürlich D2 halbe sein. D2 halbe ist der Radius. Wir setzen ein und erhalten selbstverständlich D2 halbe mal Pi als Umfang. Okay? Weiter geht's mit diesem Halbkreis hier. U3. Schreiben wir hier herunten weiter. U3 ist gleich. Natürlich wieder R mal Pi ist logisch. Wir überlegen uns wieder den Radius. R ist gleich. Und der Radius ist natürlich wieder der halbe Durchmesser, also D3 halbe. D3 halbe. Also erhalten wir als Ergebnis für den Umfang D3 halbe mal Pi. Wir sehen, es ist eh immer das gleiche. D1 halbe mal Pi, D2 halbe mal Pi, D3 halbe mal Pi. Wir berechnen uns U4. Hier ist es ein wenig anders. Es ist natürlich auch wieder ein Halbkreis. Das heißt, wir können wieder die Formel nehmen R mal Pi. Logisch. Und müssen uns jetzt aber den Radius überlegen. Der Radius ist natürlich wieder die Hälfte vom gesamten Durchmesser. Der gesamte Durchmesser von diesem Halbkreis
ist D1 plus D2 plus D3. Das ist der Durchmesser. Wir brauchen den Radius. Der Radius ist natürlich dann D1 plus D2 plus D3 halbe. Der gesamte Durchmesser, das heißt alle drei addiert, durch 2 Radius. Okay? Also erhalten wir hier für den vierten Umfang D1 plus D2 plus D3 halbe mal Pi. Okay, und fertig sind wir an und für sich mit den vier Umfängen. Wir müssen uns jetzt den gesamten Umfang der Figur ausrechnen. Das sind natürlich alle vier Umfänge addiert, dieser, dieser, dieser und dieser. Wenn wir das jetzt alles nebeneinander aufschreiben würden, nachher schaut das so aus. D1 halbe mal Pi plus D2 halbe mal Pi plus D3 halbe mal Pi plus der komplizierte Umfang, also D1 plus D2 plus D3 halbe mal Pi. Wäre an und für sich richtig, wäre an und für sich fertig, ist aber nicht schön geschrieben. Wir erkennen in jedem der vier Ausdrücke, das steht halbe und Pi. Und wenn so ein Teil in jedem Ausdruck vorkommt, dann kann ich heraus heben, gemeinsame Teile herausheben. Das heißt, ich kann sowohl halbe herausheben als auch Pi herausheben. Macht die Sache viel einfacher. Was bleibt über, wenn ich Pi halbe heraushebe vom ersten Ausdruck? D1. Was bleibt vom zweiten Ausdruck über, wenn ich Pi halbe heraushebe? D2. Vom dritten Ausdruck bleibt natürlich D3 über. D3. Und dann alles noch einmal. D1 plus D2 plus D3, wenn ich Pi halbe nach vorn setze. D1 plus D2 plus D3. Klammer geschlossen. Okay? Jetzt sehen wir, in der Klammer kommt das D1 zweimal vor, das D2 zweimal vor und das D3 zweimal vor. Das bedeutet, wir können noch einmal umschreiben und sagen, wir haben Pi halbe mal Klammer 2 mal D1 plus 2 mal D2 plus 2 mal D3, Klammer geschlossen. Okay, das ist, glaube ich, ein leichter Schritt. D1 haben wir zweimal, D2 haben wir zweimal und D3 haben wir zweimal. Weiter geht's. Jetzt kommt wieder ein Zweier in jedem Ausdruck vor. Das heißt, wir können noch einmal herausheben, wenn wir das wollen. Das heißt, wir haben schon Pi halbe herausgehoben, heben diesen Zweier noch einmal heraus und uns bleibt in der Klammer jetzt nur mehr über D1 plus D2 plus D3. Okay? Ist super, weil jetzt sehen wir, wir können ja 2 und 2 hier miteinander kürzen. Und es steht nur mehr vor der Klammer Pi, weil durch 2 mal 2 kürzt sich weg. Und in der Klammer D1 plus D2 plus D3, Klammer geschlossen. Und der Flächeninhalt
steht relativ einfach hier. Das heißt, zuerst die Umfänge, habe ich jetzt Flächeninhalt oder Umfang gesagt? Umfang habe ich natürlich gemeint. Der Umfang steht relativ einfach hier. Entschuldigung, falls ich es falsch gesagt hätte. Wir haben uns die Umfänge ausgerechnet. Viermal haben sie zusammengeschrieben und haben dann versucht zu vereinfachen. Das heißt, wir haben Pi halbe im ersten Schritt herausgehoben, haben erkannt, wir konnten dann zusammenfassen, immer zweimal, 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 und haben dann noch einmal den Zweier herausgehoben, gekürzt und dann relativ einfach den Umfang angeschrieben. Alles klar, im nächsten Video schauen wir es uns mit der anderen Formel für den Umfang an. Okay?